Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Jetzt geht's noch 7 Tage ungefähr. Dann kommt ja die neue Klasse. Das neue Update mit vielleicht noch anderen Sachen. Ich bin jetzt nicht ganz so also ich habe nicht so viele News gelesen, um jetzt genau vieles zu sagen. Aber es gibt Gegnertypen, glaube ich, mehr. Es werden wahrscheinlich viele neue Items durch die neue Klasse kommen. Und ich hoffe auch sehr innovative, wie zum Beispiel hier noch zum Beispiel das Schild mit dem Bluten, oder? Oder auch andere Effekte. Da würde ich mir gerne ein bisschen mehr sehen langsam. Also, dass wirklich verschiedene Skills oder... Ja, es gibt ja so eine Rüstung, so einen Mantel, der den Bären vom Druiden, also die Bärenverwandlung vom Druiden, in einen Schneebären verwandeln. Irgendwie so ein bisschen optisches. Das würde ich gerne sehen. Und ich weiß es nicht. Ich kenne es eben nicht. Bin ich mit dem Entwickler im Bunde. Also ich mache das auch nur von mir aus. Ich bin keiner, der irgendwie die Entwickler ganz extremst helfen würde mit diesem Quatsch. Sondern ich würde es vielleicht einfach machen, wenn es die Entwickler einfach sagen mir, oder? Also ich müsste kein Geld verdienen oder so. Auch wenn ich Geld brauche. Das ist eben so die Sache, oder? Ich kann es dann auch nicht mehr so gut finden, wenn andere Leute jetzt nur noch sagen, ja, der Entwickler unterstützt mich, also dass ich dann das Spiel ja sehr gut promoten, dass ich das alles erzähle. Nein, ich habe nichts. Ich kenne nicht mehr, als ihr kennen könnt durch die verschiedenen Livestreams und Let's Plays von den Entwicklern. Also Let's Plays sind also einfach Videos, oder? Aber sie zeigen halt immer wieder ein bisschen etwas und dafür habe ich einfach zu wenig Zeit. Jo, jetzt bin ich momentan auch eher extrem am Sport machen. Also ich muss jetzt auch um 12 Uhr nachts aufnehmen, damit es für mich reicht, oder? Aber ich habe ja auch vorgenommen, jetzt wieder viel mehr machen zu wollen für euch. Und werde natürlich immer auch ein Fan bleiben von diesem Spiel. Und jo, ich werde natürlich ein bisschen berichten, aber einfach nicht so extrem viel wie vielleicht andere, die... Ja, es gibt ja zum Beispiel der Boardman 23, der ist glaube ich gar nicht mehr so aktiv. Ich kann jetzt die anderen neueren auch nicht so sagen, wo halt immer wieder irgendwelche Builds vorstellen oder so. Außer ihr helft mir, oder? Aber ich bin einfach zu langsam im Spielen, also kann ich auch keine Beats euch vorstellen. Also da muss ich eben einfach wieder mehr spielen können, oder ja, eigentlich eher mehr spielen wollen. Das könnt ihr vielleicht mit einem Livestream zuschauen dann noch ein bisschen besser machen. Ich habe jetzt einen Livestream, also zwei versucht und es hat gecrashed jetzt. Versuche ich, denke ich, morgen oder übermorgen dann noch einen Livestream mit weniger guter Qualität. Die Qualität ist bei mir halt schon hoffentlich ein bisschen spitze, also besser als andere. Und ich weiß es nicht, aber früher, also mit dem alten PC, ging das ein bisschen mehr zu übertreiben. Jetzt versuche ich einfach, ja, das doch euch auch anständig zu machen, aber ich weiß nicht wie. So, ich musste hier wieder drüber kommen, da war ich am Leistung dann mit einem Crash wieder drunter gekommen, also da mehr rechts, oder? Wenn ich davor bin, kann ich ja die letzte Mission nicht machen, die dritte. So, hier in diesem Level hat es gecrashed, ich hoffe es crasht jetzt nicht. Dann starten wir nochmal das Spiel, wir machen das nochmal. Und dann nochmal eine extra Mission, wenn wir zu wenig sind, dann wieder rechts. Ja, es ist halt... Ich weiß nicht, wie so Spiele eigentlich ein bisschen instabiler werden, oder? Oder vor allem auch neue PCs. Wieso überhitzen neue PCs mehr? Oder brauchen einfach viel zu viele Daten, Datenverkehr? Und ist die Festplatte irgendwie überfordert oder sonst irgendwas? Windows ist überfordert? Ich verstehe es nicht, aber das ist jetzt ein Thema, das muss ich jetzt nicht wiederbringen. Nervt einfach, oder? Wenn du irgendwas machen willst, dann kannst du es wegen Crashes auch nicht machen oder nie machen. Aber so wie es aussieht, geht es halt immer besser, oder? Du lernst ja auch aus Fehlern, deshalb geht es bei mir wahrscheinlich dann auch besser.
Weil ich auch lerne von Fehlern, nicht nur ihr. Das Leben ist schwer, das ist wahr. Aber gut, ja. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Kollegen, wenn ihr natürlich auch gerne mit mir ein bisschen redet, dürft ihr das auch gerne machen. Einfach mal schreiben, ich habe jetzt momentan kein Discord-Forum. Weil ich das immer von einem anderen machen lasse und die meisten haben dann nach irgendeiner Zeit keine Lust mehr und lassen mich dann einfach draußen. Ich kann dort auch selber nichts mehr entwickeln, also weiter ausbauen oder funktionabel halten. Aber es ist mir schon wichtig. Ich habe eins gelernt in letzter Zeit. Habe ich Leute, die mir nahe sind, geht es mir einfach viel besser. Und das ist bei anderen ja auf jeden Fall auch so. Bei euch. Und da musst du nicht mal etwas Anstrengendes machen, sondern einfach nur deinen Spaß und deine Freude einem anderen Menschen oder so geben und schon geht es euch und den anderen besser. Das vermisse ich in letzter Zeit einfach wegen dieser Gier. Jeder schaut nur noch auf Geld und auf Gesundheit. Ah, schade, ist nicht gerade so gut. Da haben wir über dreimal so viel, nein, zweimal viel. Ja, 2,2-mal so viel. Bringt nichts. Aber immerhin spawnen endlich mal besser ein als für diesen Bild. Weil irgendwie Bleeden doch ein bisschen höherleveliger scheinbar ist. Da kommt vorher nicht so viel. Oh, der hat aber schon. Hä? Wieso hat er jetzt so viel Schaden bekommen? Darf ich mal kurz schauen und schlau werden? Aber hat da irgendwas? Haben wir da irgendwas gemacht? Das ist nur dieses Void Rift, aber macht denn das so viel Schaden? Ich verstehe es jetzt nicht, aber muss man ja auch nicht. Ich habe den einfach besser besiegt durch diesen einen Sprung. Also nur merken, wenn ihr mal wenig Leben habt oder so bei Drift einsetzt bei diesem Bild, dann macht ihr noch mehr Schaden. Aber cool eben. Und wie die Gegner herumfliegen, das ist wahrscheinlich einfach, weil wir mordsmäßig viel Schaden an kleinen Gegnern machen. Dass die dann übertrieben viel Red Doll auch vom Spiel bekommen, oder? Ah, da müssen wir noch nicht. Okay, müssen wir noch kurz hoch. Also auf jeden Fall hier hoch. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, ich sollte nicht so viele Fähigkeiten, diese aktiven Fähigkeiten einsetzen. Die Gegner sind trotzdem schnell da. Also ist einfach einer hier noch erschienen oder schon gewesen. Ich ein bisschen vergessen habe. Der macht schon viel Schaden. Jetzt bin ich jetzt hier. Okay, jetzt ist nicht so viel Schaden. Aber wenn die Hämmer dann auch noch treffen, wenn man ein bisschen Quatsch macht, das ist gut. Dann kriegt er auch viel mehr Schaden. Ja, Hammerdin ist ja bei Diablo 2 auch schon so ein bisschen random, ob man gut getroffen, Gegner trifft oder nicht. Aber dann macht es einfach viel mehr Schaden. Das ist sehr angenehm. So, jetzt du blöde Kopie. Immer die Gegner, die sich irgendwie verbergen müssen, haben die nichts besser zu tun. Wollen die nicht einfach direkt einfach nur angreifen? Ja, das ist einfach das Lustige. Das müssen sie halt manchmal machen, weil wir überlegen sind. Ohne Mist, wenn man das auch selber machen müsste. Ihr kennt das sicher aus normalen Rundspielen. Also Hack und Slay sind mir meistens einfach die durchlaufen und dann den Gegner besiegen, nicht viel machen. Also ihr habt gerade den Bild oder dafür, aber dann auch nur für einzelne Gegner und meistens bei den Bossen dann auch nicht mehr. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, dass es dem Menschen spannend ist, muss er das einfach immer wieder einfügen, oder? Dass es einfach so ist, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht, weil es auch nicht so effektiv ist. Oder vielleicht auch sehr unfair ist dann oder so. Aber es ist, mein Gott, der Mensch wurde immer so umgebracht, immer wieder so. Aber seitdem halt wir nicht mehr so Kriege machen müssen, ist es auch nicht mehr unfair für uns. Und diese Vergiftungen von Ninjas, die waren jetzt auch nicht gerade ruhmhaft. Oder Assassinen oder sonst irgendwas. Zum Beispiel Russland jetzt momentan auch gerade mit diesen
Vergiftungen von ihren Feinden und so. Aber zum Beispiel, ja, so einen guten Kampf mit so geilen Animationen, so ist doch da viel, viel spannender, oder? Also viel, viel interessanter, auch für einen Gegner, der stirbt dann. Oder der nicht stirbt, aber der vielleicht auch gewinnt, oder? Aber in so Spielen wie jetzt zum Beispiel Last Epoch muss jetzt genau diese vorherige Mission eigentlich gar nicht sein, oder? Es ist nur so, als würde man etwas anders sehen. So, muss ich jetzt hier irgendwas machen? Nein, ich muss nur warten, bis die angegriffen haben. Ja, das Spiel sagt mir zu wenig, was ich genau jetzt mache. Also ich weiß es jetzt einfach nach irgendwelchen einem Monat dann einfach nicht mehr. Also warte ich wieder, bis die Mission weitergeht. Ist ein bisschen komisch. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Können sie noch verbessern. Manche haben Probleme mit ihren Anzeigen, oder? Viele haben diese Anzeigen auch nicht, wie viel Leben sie haben. Aber jetzt gerade im Forum habe ich gelesen, kurz vorher, dass sie einfach irgendwie... Ich glaube, ich nehme den Helm. Habe ich noch Feuerresistenz genug? Ja, 70%. Okay. Dass diese großen Anzeigen halt einfach verschiedenfarbig sein müssen, diese Lebensanzeigen. Dass die Minions nicht rot sind und die Gegner rot sind, glaube ich. Ist irgendwie so etwas, aber... Genauso Einigkeit ist einfach, weil das Spiel ja noch nicht so weit ist. Ich muss jetzt mal kurz schauen, was ich genau machen muss. Also wenn dieser Angriff kommt, auf die Seite switchen oder so, kann ich ja nicht. Doch, ich habe das Schild hier. Ich glaube, ich gehe mal auf die. Okay, jetzt habe ich den Angriff gut ausgewichen. Ich will einfach nicht zu viel Schaden bekommen. Ja, okay. Ich gehe einfach auf ihn. Die kriegen auch nicht genügend Schaden. Was ist jetzt gerade? Hä? Ich habe das Schild eingesetzt und wollte unten nach unten gehen und ist nach rechts gegangen. Okay, jetzt ist leider gerade ein bisschen laggy. Ich will nicht sterben. Weil Bosse sind in diesem Spiel halt schon wirklich zu mächtig. Wenn man halt einfach Lex hat und so. Da darf man einfach keine Fehler machen. Aber da muss man auch nicht Bait spielen, die gerade sterben, weil der Bait tut eigentlich sehr viel aushalten, auch wenn ich, glaube ich, noch 60 oder so Ding habe. Void-Resistenzen. Ist ja Void, oder? Ja, muss ja Void sein. Aber das tut mir jetzt gerade sehr beruhigen. Kann ich mal mehr reden. Beunruhigen jetzt, weil es, ihr seht es ja, es sind einfach nur Angriffe, die einfach so mega gespammt werden. Ich habe irgendwie nicht so das lustige Gefühl an diesem Boss. Wand brauchen wir deshalb bringen. So. Das ist ein Schild, das ich schon gesehen habe, aber hab ich das schon mal gehabt. Also jetzt im Multiplayer habe ich das Schild eigentlich noch nicht gehabt, oder? Jetzt hoffentlich gibt es einfach diese Blutaxt endlich mal. Einhandaxt und Bluten drauf irgendwie. Was größer ist das? Ja, der Damage over Time hier. Irgendwas mit Blutschaden oder eben Damage over Time. Dass wir da ein bisschen schneller vorwärts kommen, aber ich weiß nicht mehr. Also ich habe jetzt gerade auch keine Kiste. Denke ich, gehe mal zum Ring. Amulett brauche ich gar nicht. Zum Helm müsste ich. Gehe ich auf jeden Fall nach rechts. So, also. MJA 3 Dinge. Relikte, wie heißen die? Apparenz, nein. Da. Blessings heißen sie ja. Blessing ist auch ein Wort, das ich noch nicht so gut kenne. Also das Pass of Exile, glaube ich, noch. Was das überhaupt hat. Aber Blessings. Weiß nicht, was das heißt. Begabungen, Sigilien oder so. Jo. Und die zwei rechts waren ja eigentlich überhaupt nichts für mich. Ich bin ja auch einer, der nicht viel kriegt.
Und deshalb ist natürlich das linke, der Ring, die Ringchance zu droppen, natürlich viel, viel besser. Vielleicht finden wir dadurch auch einen Unique-Ring noch, wo wir noch nicht haben oder so. Kommt jetzt aber auch keiner in den Kopf, in den Sinn. Außer derjenige, den man beim Burning Bastion Zwickster, Flaming Bastion bekommt. Den ich für den anderen Beat, wo wir den Ghostmaker bekommen haben. Im Stream. Also mit dem Ghostmaker könnte ich jetzt den anderen Beat schon machen. Möchte ich aber nicht, weil ich ja sowieso eigentlich eher immer einen Bild sehr ausgiebig spiele und nicht immer wechsle. Oder einfach auf längere Zeit dann einfach wechsle, weil ich den Bild nicht mehr kenne, weil ich nicht mehr so viel gespielt habe. Und jo. Irgendwie mache ich viel Schaden gerade. Ich krieg, ja, ich kriege. Komm. Immer kriegen. Wieso gibt's das in allen Spielen irgendwie? Immer kritten ist so mega OP, wenn man vor allem wenig krittet. Und trotzdem ist es immer drin. Hallo. Oh, du da wieder. Ich habe mich irgendwie ein bisschen vermisst, weil ich die Kampagne auch nicht mehr so viel mache. Aber ich mochte ihn immer in der Kampagne, weil es einfach ein Gegner ist, der ein bisschen ausartet. Ja, ja. Man muss ein Gegner auch ein bisschen schwer sein. Aber nicht so wie Lagoon. Oder dieser Emperor of Corps. Oder der letzte. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, aber der letzte. Oh, der vom obersten Ding. Monolithen. Ja. Monolithen. So, und jetzt habe ich sicher auch ganz, ganz viel Kraft, weil ich ja. Was muss ich eigentlich skillen? Wieder ein bisschen gesunder bin und wurde. Muss ich hier noch einen Punkt reinsetzen? Ich werde mich mal zwischen den Parts umskillen sonst. Und jetzt einfach mal stacken. Da ist der letzte Punkt. So. Weil jetzt genau von 19 auf 20 und so, das ist immer am schwierigsten, genau zu wissen, was man noch machen soll. Wenn man auch halt ein Beet nicht selber macht. Kann man ja eigentlich gar mehr. Man muss immer ein Beet auswählen. Oh, die Entwickler müssen einfach flexibel die Spiele entwickeln. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, ob ich das Schild schon habe. Nein. Geordnet habe ich auch noch nicht, weil ich ja noch nicht livestreamen konnte und ordnen. Aber mit eurer Motivation, wenn ihr auch mitmacht, kann ich mal ordnen. Also unbedingt Drago helfen beim Ordnen. Einfach nur Motivation schenken, nicht helfen, irgendwie sagen, wo das hingehört und so, das müsst ihr nicht machen. Aber ja, ich bin ein bisschen einsam, weil ich einfach nicht mehr so den Erfolg halten kann. Ja, auch. Also, ich war wirklich vor 16 Jahren am erfolgreichsten. Weil der Mensch, der tut sich halt immer mehr irgendwo hin. Und lässt alle anderen im Stich sozusagen. Das ist einfach wahr. Wie viele Leute habe ich schon von 0 Abonnenten auf 500 oder so gebracht? Das ist unglaublich. Ich unterstütze halt mehrheitlich wirklich ganz kleine YouTuber. Und ja, für mich ist es einfach wohler, als würde ich jetzt einem helfen, der halt so ein paar Milliarden haben, die brauchen keine Hilfe mehr. Also die interessieren mich auch nicht, weil sie ja nicht besser sind. Oder? Aber heutzutage muss ja jeder unterstützt werden, der am meisten Abonnenten hat und am meisten Geld verdient. Ich finde es ganz komisch, wie der Mensch agiert, oder? Es ist gar nicht mal so interessant, oder? Das macht ja nicht mal Sinn, oder? Also der Mensch tut sich ja nicht selber depressiv machen, habe ich so das Gefühl. Er will halt einfach depressiv sein. Und genau die, denen es ja so gut geht, die auch immer Spenden haben, wisst ihr, wie das aufregt denen? Oh, sie bekommen wieder eine Spende, also müssen sie wieder etwas erzählen dafür. Oh, danke schön für die Spende, lieber Gast. Ja, wie gut es ist, dass du gespendet hast, oh. Ich kann es gar nicht gebrauchen, ich habe ja genug. Das ist immer so die Sache, oder? Wie viel ist nötig, wie viel ist eigentlich nicht nötig?
Ich bin einfach der riesige Supporter von Leuten, die es wirklich auch brauchen. Also wenn ihr Hilfe braucht, ich bin da. Ich bin wirklich da. Ich würde euch supporten. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch mal ein paar Videos gemacht habt, macht oder so und Support braucht. Ich mache es. Aber irgendwann mache ich auch. Naja, wenn ihr es denn verdient habt, dann höre ich auch. Ja, und das ist halt immer so die Sache, oder? Der Mensch tut sich ja nicht verbessern, er tut sich einfach irgendwie halt so weit in den Wahnsinn treiben, in die Höhe treiben, dass er sich fühlt, als wäre es verbessert, aber er ist nicht, es geht ihm nicht besser, oder? Egal wo, im Beruf, im Leben, oder? Er wird ja auch älter. Also der Mensch muss aufhören, so mega sich irgendwie in etwas rein zu investieren, sondern einfach das Leben genießen. Die Freude auch an den schlechteren Spielen genießen oder an den schlechteren YouTubern oder ja, weiß auch nicht wo. Geht mal in einen anderen Supermarkt, da sind wir den besten. Also der Mensch muss nicht perfekt sein, erst dann geht's ihm gut. Wenn man wenig braucht, ist man auch besser dran, oder? Aufgeben, das Geld immer alles auszugeben oder zu sparen, gleiches. So, ich habe hier gesehen, ich habe hier noch ein Idol nicht. Ich brauche jetzt Nekrotik-Resistenz. Das habe ich jetzt schon mal. Will ja euch auch nicht langweilen, das ist ja auch nichts, was man unbedingt machen muss. Und hier könnte ich wieder das Schwert bekommen. Nein, doch. Das Regen of Dragons, da bekomme ich das Schwert für den anderen Bild. Für den vorherigen Bild. Wird aber kein Potenzial haben, Legendary Potenzial. Also, wie kann ich mich jetzt einfach festigen, dass ich defensiver werde? Wie kann ich den Angriff auch noch ein bisschen steigern? Den Schaden? Ich weiß es nicht, aber ich mache jetzt einfach mal noch weiter. Und falls ihr Ideen habt, was ihr mich auch irgendwie verbessern könnt, macht's ruhig. Was ich eigentlich machen kann, ist ja, ich bekomme ja die Zivilien, ich kann das mal kurz auswechseln. Ich weiß nicht, wieso deutlich das überhaupt noch habe. Auf dieser Seite, also auf der rechten, also ganz rechts. Aber ich habe gesehen, die Aura kostet viel weniger. Das sind wirklich die Zivilien, wenn ich die einsetze. Recht wenig Mana. Okay, die Aura auch viel oder mehr, aber ich setze nicht so viel ein. Das ist es. So, man lernt ja immer noch ein bisschen dazu, auch wenn man perfekt ist. Was ich ja bezweifle. Perfekt ist niemand. Es ist ja immer ein kurzer Weg, irgendwo etwas ja, zu wissen, zu lernen, zu anzufangen. Und dann einen langen Weg perfekt zu sein, oder? Also, wer den ganzen Tag eigentlich irgendwie so gamed, dass er immer perfekt sein muss, und der macht einfach etwas falsch, weil er einfach nicht perfekter wird. Er wird nicht mehr perfekter. Ich habe immer wieder gespeedrunnt früher, aber ich habe es einfach nicht perfekter machen wollen. Also ich eigentlich dann einfach gesehen habe, es macht Probleme, oder? Also, du kannst nicht mehr schneller sein. Und das habe ich zum Beispiel bei Diablo 2 gemacht. Ich war mal eigentlich einer der schnellsten, der auf Level 100 wurde. Und was habe ich gemacht? Ich hatte einfach Zeit und konnte halt einfach Ballruns immer machen. Und habe mich nicht nerven lassen von anderen Spielen oder von Lecks und so. Oh! Ich muss hier zuerst einsammeln und dann im Inventar lesen, sonst crasht das Spiel. Ich habe das Item nicht. Nein, eben, es crasht nicht mehr. Und das ist nur, weil dringend GeForce halt will, dass ich dieses GeForce Experiments Ding und bei den Livestreams ist es halt anders, dort crasht es, weil ich einfach zu viel mehr, ja, Kilobytes pro Sekunde und so ausgewählt habe. Aber eigentlich soll das gut gehen, aber jetzt das bringt es zusammen auch nichts. Wieso bekommen wir schlechte Idole? Was sind denn die guten? Dann nehme ich halt den Cold Resistance Idol, aber da habe ich glaube ich auch schon viel. Irgendwie ist der Bild sehr schwer zum Perfektionieren, also, dass er wirklich alleine geht. Also, Melee Damage.
Das ist genau etwas, was wir nicht bauen, also nicht. Nicht anschauen, sonst haben wir viel Schaden weg. Ja, also machen wir mal nicht. Ah, jetzt ist ein Crash, okay. Weil ich das Item angeschaut habe, oder weil ich die Kiste geöffnet habe. Also, kurzen Augenblick, ich dürfte gerne ein bisschen überspringen. Aber es ist jetzt 25, also ihr könnt das Video jetzt eigentlich auch schon aus. Ich werde jetzt vielleicht... Ja, okay. Ich beende jetzt das Video. Dankeschön fürs Schauen. Es bringt jetzt nichts mehr, bis das Spiel gestartet ist und so. Und ja, die nächste Aufnahme wird wieder länger, weil es hoffentlich auch gut geht. Tschüss und ja, Dankeschön fürs Zusehen.